Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir gedacht, heute zeige ich mal was ich schon länger im Besitz habe. Ein Messer, das es auch schon, ja, soweit ich weiß, einige Jahre auf dem Markt gibt und auch schon einige Jahre in meinem Besitz ist. Das Messer, finde ich, ja, es ist halt so eine, muss man schon fast sagen, Hassliebe. Ihr werdet auch gleich wissen, warum ich das sage. Also mittlerweile bin ich sehr zufrieden mit dem Messer, weil ich es so ganz leicht selbst modifiziert habe. Ansonsten ist das Messer aber, findet meiner Ansicht nach oder hat auch in der Vergangenheit viel zu wenig Beachtung gefunden. Und ja, das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen und vorstellen. Und ich bin auch letztendlich mal jetzt drauf gekommen, das Messer zu zeigen, weil ich das beim Maximilian, beim Knife Max in einem der Videos erwähnt habe, als er sein neues Giant Mouse gezeigt hat. Und ich werde euch jetzt auch sagen, worauf ich da dann zu sprechen gekommen bin. Entschuldigt bitte, leicht erkältet. Und zwar geht es um dieses Messerchen hier. Es geht um das FKMD M1. Ja. Und dieses Messer, finde ich, ist wirklich ein schönes Messer. Ist natürlich, ne, wie man es halt von mir gewöhnt ist, ein taktisch angehauchtes Messer. Ist auch. Das sieht man auch einfach an der ganzen Aufmachung. Aber es ist halt ein interessantes Design. Wir haben hier eine G10, eine selbsttragende G10 Griffschale. Wir haben einen G10 Backspacer. Das ist ein Flipper, wie man auch sieht. Okay, der Clip, dieser schwarze Metallclip, geschwärzte Metallclip, ist mit Sicherheit nicht der schönste. Ich glaube fast, hier hätte ein Drahtclip einfach besser ausgesehen. Wir haben Titan Frame Lock und ja, also Flipper, und man kann es auch mit Daumenpin öffnen. Das habe ich jetzt eben vergessen zu erwähnen. Und ja, insgesamt finde ich, ist das Messer aber trotzdem, es hat was, ja, definitiv. Und ich möchte es auch nicht mehr missen. Ja, okay, der Klingenstand ist nicht mehr so ganz mittig. Ob der jemals mittig war, ich kann es nicht ganz beurteilen. Stört mich jetzt aber auch nicht großartig. Insgesamt ist das Messer trotzdem ganz schön. Und jetzt komme ich auf das, was ich ja vorher nicht gewusst habe. Aber mir hat es halt so gut gefallen, dass ich es einfach dann behalten habe. Und zwar, entweder bin ich zu dumm, um es mit dem Flipper richtig öffnen zu können. Vielleicht muss ich. Also zu schwer ist die Klinge eigentlich nicht an. Also die Achse ist auch nicht zu stark angezogen, dass es vielleicht daran liegt. Aber wenn ich den Flip benutze, ihr seht, ja, ich mache das jetzt auch. Also ich kann das machen, wie ich will. Das funktioniert nicht so recht. Also man muss immer so ein bisschen, ein kleines bisschen nachhelfen und dann geht's. Und dann ist das Messerchen geöffnet. Ja. Ich finde das Design der Klinge wirklich interessant. Wir haben hier, wie man sieht, eine Recurve-Klinge. Wunderbar. Mit der DLC-Beschichtung. Oben, ja, ein recht ausgeprägtes Wedge. Scharf ohne Ende kommt das Messer bei euch an, falls man Interesse daran hat und falls man auch bereit ist, überhaupt für so ein Messer wie das hier 160 € auszugeben, denn tatsächlich kostet es immer noch so viel. Wir haben N690 Stahl, Böhlerstahl, 4 mm stark ist die Klinge. Und ja, ich sagte ja schon, G10 und Titan Frame Lock. Die Klinge hat 9,5 cm Länge, Gesamtlänge ist 22,7 cm und das Gewicht des Messers beträgt laut, ich habe es jetzt selbst nicht gewogen, aber laut Hersteller 152 Gramm. Interessant. Also was, gut, das war jetzt das erste, was mich ein bisschen stört, ist halt, dass das mit der Flipper-Funktion nicht so reibungslos funktioniert wie bei anderen Messern, man das ja gesehen hat. Okay, das Messer hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, muss man halt jetzt noch dazu sagen. Geölt ist es, also daran kann es nicht liegen. Einstellung an der Achsschraube würde ich jetzt auch verneinen.
Das nächste, was mich so ein bisschen stört, ist diese wie die G10-Griffschale. Also das Muster an sich stört mich nicht, aber das sieht man auch jetzt nicht so in dem Video. Aber wenn man das Messer so selbst dabei hatte, also der Hautabrieb zum Beispiel, ne, das verfängt sich alles hier in dieser Feinstruktur. Dann hast du halt hier dunkles G10, hier hast du dann so ein sieht halt aus wie so ein Fingerabdruck und das bekommst du halt einfach. Du musst das Ding dann mit einer Bürste unter das Wasser halten. Das ist halt ein bisschen nervig, ja. Aber das Extrem ist es nicht, aber es nervt halt schon. Vor allem bei so einem teuren Messer, sage ich mir, muss das einfach nicht sein. Da hätte man vielleicht eine andere Struktur wählen können, aber okay, ist halt nicht so. Natürlich, es ist sehr griffig, da kann man nichts sagen. Was mir dann andererseits wieder gut gefällt, ist, dass man hier diese Aussparung reingefräst hat, zum Frame-Blocking, zum Öffnen. Und da komme ich zu dem größten Manko des Messers, was mich am allermeisten gestört hat. Und zwar, das sieht man jetzt hier, dass diese Aussparung hier, die ist eigentlich, wenn man das Messer kauft, ist die komplett bündig mit dem Frame-Lock. Das heißt also, und das ist das, was auch der Maximilian vom Knife Max bei seinem Giant Mouse erwähnt hat. Man muss hier kräftig reindrücken dann, um den Frame Lock bedienen zu können. Das hat mich über die Jahre so genervt, dass ich jetzt erst kürzlich, eigentlich vor einem halben Jahr, bin ich hingegangen und habe mir Schleifpapier geholt und habe das von Hand, habe ich das hier dann so lange geschliffen, bis hier, man sieht das auch, es ist so ein bisschen. Ich muss hier vorne halt ein bisschen aufpassen, deswegen ist das hier so ein bisschen unregelmäßig und ich habe hier nur quasi hier dieses so ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich hier so eine, das sieht man, gell, so eine Aussparung reinbekommen. Aber wenn man das nicht erzählt, dann würde das auch gar keinem auffallen, denke ich. Auf jeden Fall bekomme ich jetzt viel einfacher die Klinge geschlossen, muss da nicht mehr meinen Daumen reindrücken wie so ein Bekloppter. Ja, und jetzt habe ich das Messer auch wieder viel öfters mit dabei. Und ja, ansonsten, also das Messer ist extrem brauchbar. Es schneidet wunderbar, sehr gut, hält die Schärfe auch wirklich sehr lang. Finde ich toll. Finde die DLC-Beschichtung toll. Muss auch sagen, Stefan wird es wahrscheinlich nicht so gefallen. Also mir gefällt, auch wenn es groß ist. Das Logo hier hat was und dass es da hier so auch drauf ist, mitten auf der Klinge, stört mich jetzt überhaupt nicht, weil ich finde, das ist irgendwie so eine Art Designmerkmal jetzt auch von der Klinge. Auch dass dieses M1, die Bezeichnung hier drauf ist, stört mich auch überhaupt nicht. Dass das hier, also hier sage ich persönlich, ja, das ist halt die Showside und das macht einfach was daher. Also das ist ja wahrscheinlich, schätze ich mal, eingelasert und das sieht schon gut aus. Wobei ich dann auf der anderen Seite sagen muss, das hätten sie dann das hier auch einlasern können, weil das gefällt mir jetzt wiederum nicht. Das sieht halt dann im Gegensatz zu der Showside, keine Ahnung, so aus wie, ja gut, die anderen Seite braucht man nicht, braucht man nichts zu machen, das ist spielt keine Rolle oder so, ne? Da klatschen wir einfach jetzt Fox Knives drauf, und dann ist gut. Und nee, das gefällt mir also nicht, ja. Ja, Fox Knives, ne? FKMD, Fox Knives Military Division ist dann der komplette Name für dieses Messer. Und ja, ich habe gedacht, ich zeige euch das mal. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen und der kommt vielleicht auch wirklich in die ja, in die Versuchung, sich das Messer zu bestellen, weil es ihm einfach gefällt, weil mir gefällt es sehr gut, es ist sehr leicht. Es liegt, ach so, es ist auch nur, es ist wirklich eine sehr schlanke Bauweise, ist auch nur 11 mm dick. Also, und sehr leicht. Also, es passt wunderbar in die Hosentasche. Liegt sehr gut in der Hand. Ja, das mit der Verschraubung hier für den Gürtelclip, das ist halt auch ein bisschen. Es gibt schönere Lösungen, sage ich mal, ja, aber da hat wahrscheinlich echt
Fox Knives gedacht, auf diese Seite kommt es ja nicht so an. Wir machen ja einfach nach Funktionalität und legen das Augenmerk auf diese Seite. Man muss wirklich sagen, also man muss schon fast dran glauben, dass das wirklich sich so einer so gedacht hat, wenn man sich die beiden Seiten anguckt. Nichtsdestotrotz, trotzdem, ein sehr brauchbares Messer, sehr toll. Von der Seite definitiv sehr schön. Von der Seite geht halt so, aber ja, 160 Euro. Ich wollte es haben, mir hat es gefallen. Ich bereue den Kauf auch nicht. Und naja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich echt interessieren, was ihr zu dem Messerchen sagt. Ja, das wollte ich euch zeigen, das habe ich getan. In dem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute, einen schönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.